Ich will jetzt echt nicht übertreiben, aber ich glaube, das war gerade wirklich der beste Sims-Trailer, den ich jemals gesehen habe. Ich meine, ich heul gerade. Wir reagieren heute auf den Trailer zum neuen Sims 4-Pack gemeinsam wachsen. Nee, warte. Zusammenwachsen. Oh mein Gott. Ich bin ein Sims-Profi, ich schwör's. Meet the Family. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade wirklich, als würde ich meine Schwiegereltern oder sowas kennenlernen. Ich bin ultra nervös. Dieses Pack könnte nämlich endlich das Generationen-Pack von Sims 3 sein, was wir uns schon seit Jahren wünschen. Aber ich bin auch schon bereit für ein bisschen Enttäuschung. Leute, es geht los. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Okay, wir haben schon mal Kinder auf Fahrrädern. Oh, natürlich das neue Baby-Update. Oh, auf das freue ich mich sehr. Putzeln, putzeln. Oh mein Gott. Mit der Familie. Der wütende Opa. Wer kennt das nicht? Natürlich. Oh mein Gott. Babys füttern. Ja, das kennen wir. Oh, Kleinkinder können mit Babys spielen. Oh, wow. Oh mein Gott, Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Mein Gott, ist so schön. Oh Gott, Leute, ich hoffe, ich fange es nicht auch noch an zu heulen. Ich spüre es nämlich schon. Das ist so schön. Oh mein Gott, das könnte das Gameplay so viel besser machen. Wahnsinn. Luftballons. Übernachtungspartys. Babys wickeln. Ich bin eigentlich gerade richtig sprachlos. Nein. Er hat gerade seinen Zahn verloren. Nein, nein, als ob es eine Zahnfee gibt. Die bauen gerade ein Baumhaus. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann. Jetzt muss ich heulen. Und eine Rutsche geht runter vom. Leute, ich werde emotional. Oh no. Wow. Oh mein Gott, Geburtstagskanonen. Babys, Senioren. Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so gut. Oh mein Gott. Die Großeltern passen auf die Babys auf. Leider, jetzt muss ich wirklich heulen, weil ich es so schön finde. Wow. Das ist das Pack, das wir uns so lange gewünscht haben. Ich bin absolut, wow, sprachlos. Ich kann nicht mehr, jetzt heule ich, Leute. Das ist richtig toll. Wow. Wow, 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 wow. Was anderes kann ich fast gar nicht sagen. Das war, ich will jetzt echt nicht übertreiben, aber ich glaube, das war gerade wirklich der beste Sims-Trailer, den ich jemals gesehen habe. Ich meine, ich heul gerade. Das war ja unfassbar toll. Hier sehen wir auch die Welt. Ich habe bei Sim-Times gelesen, dass es offensichtlich ein kleines Fischerdorf ist. Ich kann den Namen bei Gott nicht aussprechen. San Sequoia? San Sequoia? Das werde ich noch lernen. Wobei, beim Werwolf-Pack habe ich es auch nicht gelernt bis heute. Aber es ist auf jeden Fall an einer Meeresbucht. Das heißt, da wird es sicher wieder Bademöglichkeiten geben. Und es gibt einen ruhigen Vorort und ein belebtes Erholungszentrum. Das Erholungszentrum ist auch sicher das, was wir hier mit den Senioren gesehen haben. Wie auch das Enkelkind mitmarschieren kann. Ich lieb's. Erinnert mich aber auch ein bisschen an die Welt vom Hochzeitspack, aber die ist ja auch wunderschön. Dann haben wir hier im Hintergrund neue Lichter, neue Deko-Objekte. Natürlich, die Wiege ist komplett neu. Von den Kleinkindern gar nicht erst angefangen. Ich zähle jetzt schon die Tage, bis dieses Update da ist und bin gespannt, wie schnell mir die Kleinkinder auf die Nerven gehen. Aber das ist ja wohl der absolute Hammer, dieser Strampler. Ah, und dass man jetzt auch putzeln kann. Mit dem Grumpy Opa. Wie die Oma sich einfach nur drüber lustig macht. Leute, das ist wirklich so aus dem echten Leben raus. Das ist so toll. Allgemein wirkt es so, als wären hier ganz viele Senioren unterwegs. Heißt das, wir kriegen auch Sachen für Senioren. Das ist nämlich das Nächste, was einfach fehlt. Der Blick von dem Mann macht mich gerade absolut fertig. Hier haben wir das belebte Stadtzentrum und hier haben wir eine Übernachtungsparty. Das kommt auch neu dazu. Dass die Kleinkinder einfach mit Babys interagieren können. Und schaut mal auf den Hintergrund mit dem Teddy da hinten. Oder diesem Papppferdchen mit dem Zauberstab. Oder hier die Rakete. Es ist so schön, Leute. Mein Herz geht absolut über. Ich habe absolut die Gänsehaut. Ich schwör's euch, ich fange gleich schon wieder an zu heulen. Egal, damit müssen wir jetzt einfach leben, okay? Und auch diese Szene hier, das ist so schön. Es ist richtig wild. Ich kann mir richtig gut vorstellen, das in mein Gameplay einzubauen. Dann haben wir hier noch dieses Krabbelding für Babys. Ja, bei Babys kenne ich mich richtig gut aus. Wie das Baby einfach eine Brille trägt. Ist das jetzt möglich? Können Kleinkinder
Brillen tragen? Wahrscheinlich schon, oder? Habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Das kommt definitiv auf meine Liste. Aber dass jetzt auch diese Babys Brillen tragen können. Und seht euch allgemein an, wie süß sie sind, wenn sie an dem Ding knabbern. Kinder können jetzt Fahrrad fahren. Vorher konnten das ja nur Teenager und junge Erwachsene. Und das ist sowieso der Hammer. Ich weiß, viele Leute wünschen sich eigentlich einen Kinderwagen. Vielleicht kriegen wir das dazu. Ich habe es jetzt hier im Trailer nicht gesehen, aber das finde ich ja auch schon mega cool. Dass man das Baby jetzt einfach umschnallen kann und mitnehmen kann, das ist richtig cool. Oh, und wie schön ist diese Szene bitte, dass der Papa beide Kinder bei sich trägt. Das ist so schön. Luftballons sind neu. Hatten wir davor nicht. Hier haben wir wieder eine Übernachtungsparty. Oh, und die Luftballons, ich sehe es gerade. Damit weckt er jemanden auf, während er schläft. Vielleicht ist das eine neue schelmische Interaktion. Wäre auf jeden Fall super witzig, da dass man Babys wickeln kann. Und auch wieder die Deko hier im Hintergrund. Wunderschön, wirklich. Der absolute Hammer, ich lieb's. Oh, und... Ah, Leute, von vorn bis hinten. Ich bin so begeistert von diesem Trailer. Man kann Zähne verlieren. Und dann kommt sicher die Zahnfee vorbei. Das ist so toll. Das ist alles, was ich jemals wollte. Und der nächste Banger. Hier kommt ein Banger nach dem anderen mit den Baumhäusern. Das kann man wahrscheinlich so bauen wie die Raketen. Also, dass man gemeinsam dran arbeitet. Das ist so cool. Vor allem, dass man dann auch runterrutschen kann. Ich hoffe, man kann das dann selber alles dekorieren. Also, dass das nicht so ein vorgefertigtes Baumhaus ist, sondern dass ich die Dinge hier selber dann platzieren kann. Das wäre noch ziemlich cool. Aber es ist einfach der absolute Wahnsinn. Wirklich. Seht euch das an. Und alle Generationen sind vertreten. Von Babys bis zu Senioren. Alles ist dabei. Oh, und das nächste ist die Midlife Crisis. Das kommt ja auch dazu. Hier sieht es so aus, als ob wir eine Babyparty feiern. Oder? Ich meine, die Frau ist schwanger. Wir haben hier Partykanonen. Und ich glaube, das ist eine Babyparty, keine Geburtstagsparty. Wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn das jetzt auch dazu kommt. Und hier haben wir eben die Senioren. Da liebe ich alles dran. Senioren brauchen definitiv mehr Gameplay. Oh mein Gott. Ja, da sind sie jetzt auch wieder. Ich finde das so toll. Leute, ich bin absolut im Himmel. Hier haben wir auch noch ein neues Spiel. Also offensichtlich kriegen wir viele Spiele dazu. Zumindest mal Puzzeln und Römmi. Ein Spiel, in dem ich ungeschlagen bin. Tatsächlich. Also richtig cool, das ist genau meins. Und hier, wie die Kleinkinder miteinander interagieren. Im Hintergrund seht ihr das? Da gibt die Frau das Baby einfach dem Mann weiter. Das ist so cool, Leute. Und auch, dass die Kleinkinder jetzt so rebellieren können gegen ihre Eltern, ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass sie so rumrutschen können auf dem Boden. Wäre aber natürlich auch der absolute Hammer. Und hier haben wir noch ein paar Sachen, die man zusätzlich bekommt, wenn man sich das Pack bis zum 27. holt. Ich werde es mir definitiv holen. Das steht fest. Ich finde, das Pack ist der absolute Hammer. Ich kann es jetzt schon überhaupt nicht erwarten. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Ich habe geweint deswegen. Ich würde mir gerne die Objekte anschauen, aber irgendwie funktioniert das nicht. War klar, irgendwas musste mich heute noch enttäuschen. Das wäre sonst einfach zu schön gewesen, aber nee, das lädt bei mir einfach nicht. Was wir aber sehen, ist auf jeden Fall der Wickeltisch, das Fahrrad, dieses Babyding, das Baumhaus, eine neue Toilette für Kinder und natürlich bekommen Kinder auch ganz viele neue Kleidungsstücke. Diese Palme! Ich lebe für diese Palme. Ich hatte als Kind ständig so eine Palme. Das war mein Go-To-Look früher. Offensichtlich ist es wieder in. Naja, wahrscheinlich ist die Seite auch einfach überlastet, weil gerade alle Leute so fasziniert sind und sofort wissen wollen, was auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Hier haben wir nochmal die Seite von SimTimes. Der hat zusammengefasst, was so alles gameplay-technisch auf uns zukommt. Wir können zum Beispiel die Persönlichkeit von unserem Sim jetzt besser bestimmen, anscheinend durch Entscheidungen und Meilensteine, die im Leben passieren. Es gibt neue Persönlichkeitsmerkmale, die wir freischalten können und die wir auch verändern können. Wir können auch in eine Midlife-Crisis kommen. Oder Familienmitglieder können bei uns einziehen. Das war das mit den Großeltern, schätze ich mal. Die Selbstfindung ist nämlich eine lebenslange Aufgabe. Oh ja. Die soziale Dynamik finde ich auch super spannend. Manchmal passen Sims einfach wie Topf und Deckel aufeinander. Dein Sim kann auf einer Party einen Sim kennenlernen, zu dem die Chemie auf Anhieb stimmt. Oder den er auf den ersten Blick nicht ausstehen kann. Finde ich beides richtig gut. Ich weiß aber, dass meine Sims dann wahrscheinlich die Sims, die ich gerne hätte, dass sie mögen, hassen werden und umgekehrt. Ich bin schon so bereit, mich drüber aufzuregen. Aber ich finde es trotzdem gut. Und unser Sim hat jetzt Präferenzen. Die Beziehungen zwischen verwandten Sims sind bedeutungsvoll und komplex. Also es wird jetzt dramatische, aber auch vereinende Momente in der Familie geben, die uns wahrscheinlich zusammenbringen oder auseinandertreiben. Und das wirkt sich dann auf die einzelnen Familienmitglieder aus. Das ist so cool. Oh mein Gott, das gibt dem ganzen Spiel so viel mehr Charakter. Etwas, was wir unbedingt brauchen. Und dann haben wir hier eben nochmal den Text über die Stadt. Den habe ich euch schon vorgelesen. Richtig cool einfach alles. Ich verlinke euch natürlich alles Wichtige in der Infobox. Und jetzt schon die Sekunden, bis dieses Pack rauskommt. Wir reagieren heute auf den Trailer zum neuen Sims 4 Pack gemeinsam wachsen.